Moin Leute, wir machen heute ein paar Chicken Tacos. Total einfach gemacht und das Hähnchen ist richtig lecker. Die anderen Toppings kann man natürlich ein bisschen variieren oder ihr macht das ganz genauso wie ich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das Ganze ist natürlich heute auch mal wieder total einfach gemacht. Als erstes braten wir das Hähnchenfleisch in diesem Dampfgartopf in etwas Öl an. Bis es so ein paar Röschspuren bekommen hat, das kann schon mal 5-6 Minuten dauern und dann holen wir das wieder heraus. Im nächsten Schritt werden dort nun jetzt die Zwiebeln angedünstet, dann kommt der Knoblauch dazu, dann fehlen noch die Gewürze, die schwitzen wir auch an, dann können die so ein bisschen ihre Aromatik schon mal herauskommen, sag ich mal, dann kommen die besser raus, wenn man die einmal anschwitzt, dann kommen die Tomaten rein, alles wird ein bisschen miteinander vermischt, sodass der Geschmack schon mal in die Flüssigkeit übergehen kann. Jetzt kommt noch das Bier dazu und das Hähnchen wieder mit rein. So kann das dann nach der Garzeit aussehen und ich habe das jetzt hier einfach so mit zwei Gabeln ein bisschen zerrupft. Da gibt es auch so bestimmte Zerrupfer für. Habe dann hier nochmal einen Schneebesen genommen. Letztendlich könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Hauptsächlich geht es darum, dass es in diese kleinen Stückchen aufgeteilt wird. Dann kommt das mit den restlichen Zutaten auf Tacos. Da kann man natürlich frei variieren, wie man da noch aufmachen möchte. Wir haben noch ein Paket Nacho-Chips mit Käse überbacken. Das finde ich passt auch immer ganz gut dazu. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr das Ganze mal ausprobiert, lasst mich das unbedingt wissen. Ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und um gar nichts mehr zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben, am besten meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.